Im Stehen will ich nicht. Jahrhunderts, das fasse ich Ihnen jetzt auch nochmal ganz kurz zusammen, wurden wir abwechselnd preußisch und französisch regiert. Napoleon war beispielsweise auch dreimal in unserer Stadt. Und seit 1813 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte Erfurt mit zu Preußen. Das heißt also, Erfurt wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt thüringisch, obwohl es mitten in Thüringen liegt. Ein paar Jahre später dann auch Landeshauptstadt Thüringens. Vorher war das ja Weimar. Und deshalb kommt es heute noch zwischen Erfurt und Weimar immer wieder zu kulturpolitischen Auseinandersetzungen. Sie müssen sich vorstellen, die Stadt war von einer Stadtmauer umgeben. Die Stadtmauer, 6 Kilometer lang, der innere Ring. Und man durfte nur innerhalb der Stadtmauer bauen. Und das im Jahre 1873 hat man dann die Stadtmauer abgetragen. Und erst dann konnte Erfurt richtig wachsen. Das heißt also ganz konkret, alles, was ursprünglich innerhalb der Stadtmauer lag, ist die eigentliche Altstadt. Und die hat rote Straßenschilder. Die sehen Sie jetzt hier auch noch überall links und rechts. Ja? Und alles, was seit 1871, also seit dem Schleifen der Stadtmauer entstand, ist die Neustadt und hat blaue Straßenschilder. Schauen Sie mal, hier an dieser Kreuzung hat sich ursprünglich die Stadtmauer. Jetzt sehen Sie rechts im Fahrrad nur das erste blaue Straßenschild. Das zeigt uns, dass wir uns jetzt im Neustadtbereich befinden. Wir haben also gerade die Altstadt verlassen. In der Altstadt leben derzeit rund 15.000 Menschen und insgesamt hat Erfurt mit Vorstadtbereichen und eingemeindeten Orten rund 200.000 Einwohner. Zu Wendezeiten waren es 223.000. Es werden also die Abwanderungszahl ist sehr, sehr hoch. Deshalb musste man in den letzten Jahren auf viele Orte eingemeinden, nicht zu stark unter diese 200.000er-Grenze zu fallen, denn an 200.000 Einwohnern gibt es ja mehr für Land. Derzeit stehen rund 9.000 Wohnungen leer, davon ist weit über die Hälfte saniert. Die meisten Wohnungen stehen hier im Norden Erfurts leer. Dazu kann ich Ihnen sagen, man hat hier im Norden der Stadt nach 1873 das preußische Arbeiterviertel angelegt. Süden und Westen hingegen das preußische Beamtenviertel. Und dementsprechend stapeln sich so die Mietpreise. Das heißt, hier im Norden wohnt man auch heute noch vergleichsweise günstiger als im Süden oder Westen. Und hier
im Norden entstanden dann zu DDR-Zeiten auch viele Blöcke. Und dort stehen also auch die meisten Wohnungen leer von der Zeit. Links in Fahrtrichtung sehen Sie ein Neubausilo und dahinter werden Sie gleich ein großes weißes Gebäude mit einem hohen Glasdach sehen können. Bitte achten Sie mal darauf. Und damit beginnt jetzt der Bereich des Unicampuses. Das ist ein angelsächsischer Campus, das heißt, alle wichtigen Gebäude befinden sich auf einem großen Gelände. Also nicht nur diese Bibliothek, sondern auch Vorlesungsräume, Seminarräume, Sportstätten und eine Kindertagesstätte. Zurzeit sind hier rund 5.800 Studenten eingeschrieben. Das ist sehr, sehr wenig zum Vergleich. In Jena sind derzeit rund 21.000 Studenten eingeschrieben. Und hier links in Fahrtrichtung sehen Sie auch den Haupteingang der Universität. Ja, woran liegt es, dass hier nur so wenig Studenten eingeschrieben sind? Wir haben vier Fakultäten, die philosophische, theologische, erziehungswissenschaftliche und staatswissenschaftliche, also weder die medizinische noch die juristische. Und in Jena hingegen kann man dann Medizin und Jura studieren. Das erklärt dort die höhere Studentenzahl. Links in Fahrtrichtung sehen Sie nun Gebäude, die stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und in diesen Häusern befinden sich noch sehr viele Kohle- und Ölöfen. Dementsprechend leben hier auch einige Studenten. Man kann sich hier nämlich die Barmiete sehr wohl selbst auf- und einteilen. Und außerdem ist der Unicampus ja nicht weit entfernt. Wir bieten nun gleich rechts ab, wenden, mal gegründet. Zum ersten Mal 1379. Allerdings gab es damals ein Problem, und zwar das sogenannte Papstschisma. Ein Papst saß in Rom, der andere in Avignon. Die Erfurter Bürgerschaft hatte sich an den Papst in Avignon gewandt, der bald wieder abgesetzt wurde und somit war seine Gründungsurkunde aus dem Jahre 1379 nicht mehr viel wert. Man wandte sich anschließend an den Papst in Rom und der stellte 1392 eine erneute Gründungsurkunde aus. Im Jahre 1392 wurde dann auch hier der universitäre Betrieb aufgenommen. Damals auch schon mit vier Fakultäten, allerdings waren das in der Zeit philosophische, theologische, medizinische und juristische. So berühmte Persönlichkeiten wie Martin Luther, Johann Gutenberg und Ulrich von Hutten studierten an der Alten Uni. Luther von 1501 bis 5 und Gutenberg auch ein Jahr lang. Das möchte ich ja nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Rechts in Fahrtrichtung sehen konnten, an Bausubstanz entstand seit dem frühen 20. Jahrhundert. Links in Fahrtrichtung sehen Sie nun das Gelände des Helios-Klinikums. Das entstand so, wie Sie es jetzt hier sehen können, um die Jahrtausendwende. Rund 20 verschiedene medizinische Fachrichtungen sind hier vorhanden. Das ist ganz modern ausgestattet. Beispielsweise gibt es hier auch medizinische Transportroboter. Wir transportieren medizinische Gerätschaften von A nach B, nutzen hierzu sogar Fahrstühle. Wenn man sich denen den Weg stellt, sprechen die sogar mit einem und sagen, bitte machen Sie den Weg frei. Wie schon erwähnt, zur DDR-Zeit eine pädagogische Hochschule. Vielleicht auch noch interessant für Sie, es gibt in Erfurt noch einige Fachhochschulbereiche für Landschaftsarchitektur, Architektur, BWL, Bauingenieurwesen, Sozialwesen, Gartenbau und Forstwirtschaft. Da sind auch und in dieser Fahrtrichtung sehen Sie einen Block.
entstand zu DDR-Zeiten. Das war damals die Sturmanthologie. Zu DDR-Zeiten gab es in Erfurt auch noch eine medizinische Akademie und dazu zählt auch diese Sturmanthologie. Seit Wendezeiten steht das Gebäude leer. Sehen Sie, links in Fahrtrichtung einen roten Backsteinbau. Das war ursprünglich ein Lazarett. Wegen der von solchen Gefahr hat man Lazarette nicht innerhalb der Stadtmauer, sondern immer vor der Stadtmauer errichtet. Und wir befinden uns ja noch im ehemaligen Vorstadtmauerbereich. Hinter uns, dieses Gebäude ist heutzutage eine politische Schule, die Willy-Brandt-Schule, gehört auch nicht zur Universität. Deutschland noch existiert und wenn Sie hier spazieren gehen, lesen Sie Straßennamen wie Webergasse, Glockengasse, Pergamentergasse. Der Straßennamen erkennen Sie natürlich auch, welche Berufsgruppen, welche Handwerker ursprünglich in diesem Gässchen lebten. Links in Fahrtrichtung die Allerheiligenkirche und die Andreaskirche. Und in dieser Andreaskirche befindet sich ein Abdruck der Grabplatte Martin Luthers. Und gleich sehen Sie rechts in Fahrtrichtung einen roten Backsteinbau. Das war unser Gefängnis. Es entstand während der preußischen Regierungszeit. Zu DDR-Zeiten befand sich hierin ein Stasi-U-Haftbereich. Und heutzutage wird es umgestaltet zu einem Bürokomplex. Und vor diesem ehemaligen Gefängnis sehen Sie dann auch das Landgericht, dieser große Sandsteinbau. Rechts in Fahrtrichtung, der Domplatz, der ist rund 3,5 Hektar groß, somit einer der größten Marktplätze Deutschlands. Ursprünglich war er zur Hälfte bebaut mit rund 100 Häusern. Was mit den Häusern geschehen ist, das erkläre ich Ihnen später. Und wir biegen nun links ab und fahren durch die Marktstraße. Durch diese Straße führte ursprünglich die Via Regia, die Königsstraße. Die kreuzte sich vor der Allerheiligenkirche, die Sie jetzt gleich links in Fahrtrichtung sehen können. Mit der alten Salzstraße oder Nürnberger Geleitstraße. Das heißt also, Nord-Süd-Ost-Ost-Verbindung des gesamten Reiches kreuzen sich dort miteinander und somit entstanden Handelsbeziehungen bis nach Kiew, bis nach Paris. Erfurt war also der Handelsknotenpunkt schlechthin. Schauen Sie bitte mal links in Fahrtrichtung, sehen Sie jetzt die Kirche und in dieser Kirche befindet sich auch seit rund 5 Jahren ein Kolumbarium. Das ist für deutsche Verhältnisse noch sehr außergewöhnlich. Es gibt bisher ungefähr nur 5 Kirchen in Deutschland mit einem Kolumbarium drin. Das heißt, wenn Sie dort hineingehen, sehen Sie im Innenraum rechter Hand ganz normal den Altar mit dem Sitzgestühl und linker Hand, ja, in dieser Allerheiligenkirche, das Kolumbarium, das besteht aus Stelen. In den Stelen befinden sich Nischen, darin kann man Urnen beisetzen. Man kommt dann auf ein
eine Anzahl von rund 630 Urnenplätzen. Das ist also wirklich was sehr außergewöhnlich für deutsche Verhältnisse, deshalb wollte ich Ihnen das kurz auch erläutern. Und wenn Sie mal schauen möchten, rechts in Fahrtrichtung sehen Sie jetzt eine Figur auf einer Säule stehen. Können wir hier mal ganz kurz stehen bleiben? Diese Figur, schauen Sie sich die bitte mal genau an, trägt in der einen Hand eine helle Barde, in der anderen Schild mit Säbel. Ja? Sie wird immer wieder als Roland bezeichnet, aber ein echter Roland würde entweder ein erhobenes Schwert in einer Hand tragen oder ein Schwert, was vor ihm steht. Sie sehen, das ist hier nicht der Fall. Kann also somit kein echter Roland sein. Ging auch rechtlich gesehen gar nicht, denn Erfurt war ja keine freie Reichsstadt und somit keines echten Rolandes würdig, gehörten damit zu Mainz. Was ist das hier? Ein falscher Roland oder Römer? Und was sucht er hier? Ganz einfach, im 16. Jahrhundert wollten die Operatianen und Kaufleute protzen, wollten zeigen, dass Erfurt eine große, reiche Handelsstadt ist und das Marktrecht besitzt und deshalb dieser falsche Roland. Und wenn Sie sich mal umdrehen möchten, ja, hinter Ihnen auf der linken Seite sehen Sie so ein sandsteinfarbenes Gebäude, da steht Gildehaus dran. Ja? Und dieser falsche Roland stand ursprünglich an dieser Stelle. Und als man dann das Gebäude errichtet hat, wurde er hier hingesetzt. Es gab zu Hochzeiten 55 freie Reichsstädte und somit 55 echte Roland-Figuren. Der Bremer Roland ist einfach nur der bekannteste, da der heute mit zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Aber beispielsweise in der Nähe von Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen, das waren freie Reichsstädte. Ja. Und den Nordhäuser Roland sieht man heute noch. Halle, auch eine freie Reichsstadt. Den Hallenser Roland sehen Sie heute auch noch. Wir fahren nun durch die Schlösserstraße und in dieser Straße wurde im 18. Jahrhundert ein reitender Offizier aufgehalten. Und zwar war er zu schnell geritten und musste deshalb Strafe zahlen. Ähnlich wie bei uns heute, wenn man geblitzt wird, ja, mit dem Auto zu schnell gefahren ist. Ja, wir überqueren nun eine Brücke unter uns die Gera entlang. Wenn Sie hier in Erfurt vor einem Fluss stehen, es ist immer Gera-Wasser. Durch Erfurt fließt nichts anderes. Und die Gera hieß ursprünglich auf Altdeutsch Erf, Erfa, Erfe und auch Erfesa, was so viel bedeutet wie braunes Wasser. Und deshalb sprach man auch von einem Ort namens Erfesfurt. Und erst zur Zeit in Luthers wurde dann der Fluss in Gera umgetauft. Gera ist mittelhochdeutsch und bedeutet übersetzt auch braunes Wasser. Und seitdem fließt nun also die Gera durch Erfurt und nicht mehr die Erfa oder Erfesa durch Erfesfurt. Und um sie vollkommen zu verwirren, das ist natürlich auch der Grund, weshalb die Gera nicht durch die Stadt Gera fließt, da fließt ja die Weiße Elster durch. Liebe Gäste, wir überqueren ihn nur ganz kurz und fahren dann weiter durch die Bahnhofsstraße. Sie sehen gleich rechts in Fahrtrichtung ein großes gelbes Gebäude. Dieses große gelbe Gebäude rechts in Fahrtrichtung war ursprünglich die Kurmainzische Waage. Der Pack- und Bahnhof der Kurmainzer, das heißt also, kaum konnte fremde Waren mit nach Erfurt gebracht, konnten sie hier zwischenlagern. Wenn Sie hier mal zum geöffneten Tor hineinschauen möchten, dort hat man auch noch von den ehemaligen Remisen die Überreste sehen können. Ja, und letztendlich wurden dann die Waren dort abgerufen und man hat danach den Aufpreis für den Zoll berechnet. Und seit rund 125 Jahren befindet sich in dem Gebäude ein Museum für Kunst. Ja, und wir überqueren nun gleich den Juri Gagarin-Ring. Juri Gagarin war selbst einmal in Erfurt. Er fuhr damals mit einem Cabriolet über die Ringstraße. Und in den 60er Jahren hat man sie dann nach ihm benannt.
Hier am Juri-Gagarin-Ring lag ursprünglich die innere Stadtmauer. Ja, das heißt, wenn wir hier drüber gefahren sind, befinden wir uns wieder im Neustadtbereich. Schauen Sie mal, hier vorne sehen Sie das ganz deutlich am Straßenschild, hier rechte Hand. Ja? Und nun fahren wir ein Stück durch den Süden Erfurts. Vor uns liegt nun zunächst der Hauptbahnhof. Und im Jahre 1970 kam Willy Brandt nach Erfurt, um sich im Hotel Erfurter Hof mit Willy Schlof zu treffen. Damals standen rund 20.000 Erfurter auf dem Bahnhofsvorplatz, der damals gleichzeitig Hotelvorplatz war. Den sehen Sie jetzt übrigens links in Fahrtrichtung. Und die riefen alle Willy, Willy ans Fenster. Es zeigte sich zunächst der Willy Stoff. Den wollten sie nicht sehen. Dann riefen sie nochmal Willy Brandt ans Fenster. Der zeigte sich dann auch, winkte den Erfurtern zu. Und am nächsten Tag stand in unserer Zeitung Das Volk, die hieß ja damals so, alle jubelten unserem Willy zu. Und somit war man dann wieder politisch korrekt. Sind ja beides Willys, nur dass der eine mit I und der andere mit Y geschrieben wird. Wir überqueren nun einen Flutgraben. Bis ins 19. Jahrhundert führte die Gera in der Altstadt des öfteren Hochwasser mit sich. Also der Domplatz stand beispielsweise ein paar Mal unter Wasser. Wir wissen aus den Archiven, ja, dass die Menschen danach sogar Fische vom Domplatz auflesen konnten. Und man legte dann quasi hier im 19. Jahrhundert einen Flutgraben an. Das heißt, das überschüssige Wasser der Gera wird seitdem doch sehr gut hineingeleitet. Und seitdem kam es in der Altstadt nicht mehr zu Hochwasserkatastrophen. Wohl aber im Neustadtbereich, da hatten wir 1994 das letzte Hochwasser. Das heißt also, dieser Flutgraben entwässert ausschließlich die Altstadt. Links in Fahrtrichtung sehen Sie gleich die Braugold-Brauerei. Die wurde im Jahre 1888 hier außerhalb der ehemaligen Stadtmauer gegründet. Das Problematische zu DDR-Zeiten, nicht jede Brauerei bekam die guten Rohstoffe, also Hopfen und Malz zum Bierbrauen. Wir mussten beispielsweise mit Zuckerrohr aus Kuba und mit Mais brauen. Das heißt, unser Bier schlug sehr schnell um, wurde sehr schnell schlecht. Und das hat sich in den Köpfen der Erfurter wohl so festgesetzt, dass sie selbst, wenn die Zeiten, als man dann mit Hopfen und Malz brauen konnte, ihr Bier nicht unbedingt so sehr mochten. Und mittlerweile ist es sogar so, dass hier in der Braugold-Brauerei nur noch abgefüllt wird, nicht mehr gebraut. Dann gehen wir die sächsischen Fürsten über. Sie bildeten hier verschiedene Seitenlinien, wie beispielsweise Sachsen-Gotha, Sachsen-Weimar, Sachsen-Coburg. Außerdem gab es in der Zeit auch noch alteingesessenen thüringischen Adel, beispielsweise die Reußen in der Gegend um Gera. Insgesamt waren es 8 Fürstentümer. Plus Besitztümer aus, also plus ein Fürstentum quasi, was nichts mit den Bettinern und nichts mit dem alteingesessenen thüringischen Adel zu tun hat. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dieser Kleinstaat, ja, also das hat er gesagt, Thüringen war ja damals ein Kleinstaat, ja, seit dem 16. Jahrhundert ganz zersplittert. Diese vielen Kleinstaaten wurden erst im Jahre 1920, aufgelöst und man gründete dann wieder ein politisches Thüringen. Damals mit Weimar als Landeshauptstadt. Und zu DDR-Zeiten gab es ja nun auch wiederum keine Länder, sondern Bezirke und Kreise. Damals war Erfurt Bezirksstadt. Und nach Wendezeiten wurde Thüringen neu gegründet mit Erfurt.
Frankfurt als neuer Landeshauptstadt, wie ich Ihnen das vorhin auch schon erläutert habe. Da links in Fahrtrichtung sehen Sie nun unsere Eislaufhalle, die Gunda Niemann-Stirnemann. Halle Gunda Niemann-Stirnemann, die dreifache Olympiasiegerin, trainierte lange Zeit in Erfurt. Und als man dann um die Jahrtausendwende diese Eislaufhalle errichtete, hat man sie kurzerhand nach ihr benannt. Hier wurden sage und schreibe 19 Kilometer Eisleitung verlegt und die muss man selbst im Winter täglich mit 11 Tonnen Ammoniak kühlen, um eine Idealtemperatur von minus 2 Grad Celsius dauerhaft halten zu können. Und Sie sehen jetzt links in Fahrtrichtung das Fußballstadion, das ist der Trainingsort des FC Rot-Weiß Erfurt. Weshalb Rot-Weiß Erfurt? Das hängt mit unserem Wappen zusammen, ein weißes Rad auf rotem Grunde. Und das haben wir von den Mainzern abbekommen. Die Stadt Mainz führt nämlich zwei weiße Räder auf rotem Grunde im Wappen. Und alle Orte, die ursprünglich zu Mainz gehören, bekamen ein so ein Rad mit ins Wappen hinein. Ganz deutlich sehen Sie das also im Falle Erfurt oder auch im Eichsfeld. Fast das gesamte Eichsfeld gehörte nämlich ursprünglich zum Bistum Mainz. Das ist auch ein Grund, weshalb heute noch fast das gesamte Eichsfeld katholisch ist. Eine Schuhfabrik, man fertigte dort vor allen Dingen Salamanderschuhe, das war ja auch ein großer Exportschlager. Und wir biegen dann gleich links ab und in der Wendeschleife sehen Sie dann quasi rechts in Fahrtrichtung die Thüringenhalle. Was war's? Ein Bau aus der Zeit des Nationalsozialismus. Halle. Hier finden derzeit kleinere Konzerte drin statt und auch kleinere Boxwettkämpfe. Nicht für die, sondern meine. Und wir fahren gleich nochmal am Fußballstadion vorbei. Dieses Stadion wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als mitteldeutsche Kampfbahn errichtet, so hieß es damals. Und leider Gottes gehört auch zur traurigen Geschichte, dass Hitler hier mal eine Rede gehalten hat. Wir fahren jetzt also wieder am Fußballstadion vorüber. Vielleicht auch noch interessant für Sie, Clemens Fritz wurde 1980 in Erfurt geboren. Er hat lange Zeit für den Fußballclub Rot-Weiß gespielt, wurde später Nationalspieler und ist heute bei Werder Bremen. Und in diesem Stadion finden im Sommer auch große Konzerte statt. Beispielsweise ist Herbert Grönemeyer hier auch schon ein paar Mal aufgetreten. Regiert. Die Ministerpräsidentin ist Frau Lieberknecht von der CDU. Und zu DDR-Zeiten war dies hier der Sitz des Rates des Bezirkes Erfurt. Ja, also zum Landtag gehört dieses Hochhaus, was Sie rechts in Fahrtrichtung sehen können. Und dann dieses beige Gebäude.
salopp ausgedrückt, die Waffen waren nicht so treffsicher. Die Angriffe trafen in dem Sinne nicht die Feste, um zum Beispiel schnell einnehmen zu können, sondern unseren Domplatz. Und der war bis dahin bewacht. In weißen Lettern geschrieben, Willy Brandt ans Fenster. Ja? Da wollte man diesem Treffen jetzt im Nachhinein ein Denkmal setzen. Haben Sie es alle gesehen? Gebäude war nämlich ursprünglich das Hotel Erfurter Hof, wo sich Brandt und Stumpf trafen. Ja, ist das Museum auch über die Grenzen Thüringen hinaus? Rechts sind gerade sind Sie unsere Hauptposten. Mittlerweile sind da auch ein paar andere Geschäfte drin, beispielsweise ein DM oder ein Schmuckladen. Die Hauptpost hat denselben Architekten wie der Berliner Dom. Und ebenso sehen Sie gleich rechts in Fahrtrichtung ein grünes Gebäude H&M Kids. Das war ursprünglich das Restaurant Angermeier. Die MDR-Talkshow Unter uns wurde lange Zeit von hier ausgestrahlt. Hörige Johann Sebastian Bass, die Eltern Johann Sebastian Bass haben auch in Erfurt geheiratet, in der Kaufmannskirche, die befindet sich auf dem Anger. Wir fahren nun zum Fischmarkthaus. Das entstand während der preußischen Regierungszeit. Es ist also neogotisch, erst rund 150 Jahre alt. Und wenn wir jetzt hier um die Kurve fahren, schauen Sie bitte mal rechts in Fahrtrichtung. Dort sehen Sie zwei wunderschöne Häuser. Das ganz bunte, das war ursprünglich das Gildehaus, das ganz bunte, ja, das Haus zum breiten Herd. Das entstand im 16. Jahrhundert in der Renaissancezeit und wurde vor rund 5 Jahren originalgetreu saniert. Das heißt, man untersuchte vorher die Hausfassade, um festzustellen, welchen Farbanstrich das Gebäude ursprünglich hatte. Und dieser Farbanstrich wurde wiederhergestellt, also aus der Romanik, und wurde im Jahre 1349 nochmal hochgotisch umgebaut. Man stellte dabei fest, dass der Domberg viel zu klein ist. Was hat man also getan? Man hat den Domberg künstlich erweitert durch steinerne Unterbauten, die sogenannten Karbaten. Und darauf ruht nun also der hohe Chor des Domes. Und schauen Sie mal rechts in Fahrtrichtung, sehen Sie jetzt diese Karbaten, diese steinernen Unterbauten. Und darin befinden sich auch Räume. Die wurden zu DDR-Zeiten schon vom katholischen Priesterseminar genutzt. Erfurt war nämlich zu DDR-Zeiten der einzige Ort mit einem katholischen Priesterseminar. Heute sieht das zum Glück etwas anders aus. Und ja, vielleicht auch noch interessant, die theologische Fakultät der Uni nutzt also diese Räumlichkeiten heute auch noch. Und ja, die Karbaten finden Sie nicht nur hier, sondern beispielsweise auch in Görlitz. Ja, in Görlitz gibt es eine Kirche, die heißt St. Peter. Und diese Kirche ruht auch zur Hälfte auf Karbaten. Wenn Sie sich Bilder anschauen von der Kirche St. Peter Görlitz und die mit unserem Dom St. Marien vergleichen, die sehen sich dann zum Verwechseln ähnlich. Das hängt mit dieser Bauweise zusammen. Ja? Der Mauerwerk der Festung, die Zitadelle Petersberg, die besetzt ja 1813 Napoleon, hatte ich Ihnen bereits erläutert. Und ebenso rechts in Fahrtrichtung unser Theater. Das entstand um die Jahrtausendwende und ist beispielsweise auch verantwortlich für die Domstufenfestspiele. Ganz kurz ein paar Worte zur Zitadelle. Die Zitadelle besteht aus 8 Bastionen, die untereinander verbunden sind. Die bilden dann somit die Kernfestungsmauer. Die nimmt eine Fläche ein von 16 Hektar und ist 2,2 Kilometer lang. Zusätzlich gibt es noch Ravelons, also Vorfestungsmauerwerke. Und wenn Sie heute Nachmittag noch etwas Zeit und Lust, das extra bezieht sich auf außerhalb der Stadtmauer, also extra Morus. Sie haben ja schon an den blauen Straßenschildern gesehen, dass wir uns im Neustadtbereich befinden. Ja, also diese Kirche lag ursprünglich außerhalb der Stadtmauer. Das ist sowieso vielleicht auch noch interessant, dass man diesen Bereich hier erst im 11. Jahrhundert trockengelegt hat. Das war nämlich bis zum 11. Jahrhundert ein Sumpf gewesen. Deswegen heißt dieser Stadtteil auch Brühl. Ja, als Brühl oder Ried bezeichnet man immer ehemalige Sumpfgebiete. Beispielsweise gibt es in der Nähe von Bonn einen Ort namens Brühl.
Das war also auch mal ein Sumpf. Ausnahme, die berühmten Terrassen in Dresden, die hat man nach einer Person benannt. Schauen Sie bitte hier rechts in Fahrtrichtung. Dieses gelbe Gebäude, das ist eine Benari-Bulari-Familie. Benari hat die ersten Blumensamenkataloge eingeführt. Und hinter der Villa sehen Sie eine alte Scheune. Dort wurden dann die Blumensamenhütchen verpackt und in alle Welt versandt. Und hinter der Scheune wiederum zwei Blöcke. Zur DDR-Zeiten war dort die Mikroelektronik untergebracht. Heutzutage sind das vor allen Dingen Büroblöcke. Mikrofone geschenkt bekommt. Jungs, eine blaue, Mädchen, eine rosa, ne? Die gibt es auch nicht im freien Verkauf, dort bekommt man nur die grünen. Also wenn die irgendwo in der Stadt ein Junge oder ein Mädchen nach blauen oder rosa ein Kuscheltier-Mikrofone am Rucksack langflitzen sehen, dann wissen sie sofort, das Kind ist eine echte Erfurter Mikrofone. Ausgesprochen Erfurter Gartenbauausstellung. Zur DDR-Zeit hieß sie IGA, Internationale Gartenbauausstellung, wobei sich der Begriff international ausschließlich auf die sozialistischen Länder bezog und deshalb hat man dann nach Wendezeiten aus der IGA die EGA gemacht. Die IGA nahm eine Fläche von rund 100 Hektar ein, die EGA noch von rund 40 Hektar. Trotzdem kann man hier einen ganzen Tag verbringen. Es gibt verschiedene Pflanzengärten, beispielsweise einen Rosengarten, einen japanischen Garten, einen Duft- und Tastgarten, außerdem einen Staubhof, verschiedene Pflanzenhäuser, wie beispielsweise ein Orchideenhaus, ein Kakteenhaus. Außerdem das größte Gartenbaumuseum Deutschlands und den größten Kinderspielplatz Thüringens. Als die EGA vor 51 Jahren gegründet wurde, hatte man eine Werbefigur entworfen, das Florinchen, ein Mädchen mit Sonnenhut und grünen Pumperhosen. Auch letztes Jahr zum 50-jährigen Jubiläum hat man diese Werbefigur wieder herausgekramt und die Puppenwerkstatt Käthe Kruse fertigte dann auch so eine Florinchenpuppe zum Jubiläum. Ja. Schauen Sie mal, hier links in Fahrtrichtung auf dem Plakat sehen Sie jetzt auch das Florinchen. Christoph Kolumbus hat ja Indigo eingeführt. Indigo verdrängte Stück für Stück weit vom europäischen Markt. Und somit musste man sich hier in Erfurt spätestens seit dem 18. Jahrhundert wirtschaftlich neu orientieren, konnte nicht mehr vom Weitrand leben. Worauf konzentrierte man sich dann? Wegen der hohen Bodenfruchtbarkeit natürlich auf den Gartenbau. Und das ist der Grund, weshalb Erfurt heute noch den Ruf hat, eine Blumenstadt und Gartenstadt zu sein und eben so berühmte Gärtner wie Christian Reichert oder die Benaris oder auch die Familie Christensen lebten in Erfurt. Familie Christensen hat beispielsweise auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Flowrop-System von Erfurt aus eingeführt. Es schließt sich an, links in Fahrtrichtung das Gelände des KiKas, KiKa ausgesprochen Kinderkanal, ein Gemeinschaftsprojekt der öffentlich-rechtlichen Sender. Und hier werden derzeit 5 Sendungen produziert. Schloss Einstein, KiKa Live, die Mitmachmühle, das Baumhaus und das KiKaninchen. Das sind alles Sendungen für Kinder zwischen 3 und 13 Jahren. Messen statt, wir reiten, jagen, fischen, Sportmessen, Karawanenmessen. Und die INOGA, die Internationale Kocholympiade, war auch schon ein paar Mal hier. Da kann man den Köchen über die Schultern schauen, wie sie ihre Speisen zubereiten. Ja, thank you.
dieser Strecke zurück sehen Sie jetzt natürlich nicht so viel Neues. Hauptsächlich auch Bäume und Büsche links und rechts der Fahrtrichtung. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne an dieser Stelle noch etwas ganz anderes erläutern. Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen, die Stadt Erfurt bewirbt sich momentan mit 3 Sehenswürdigkeiten um den Titel UNESCO-Weltkulturerbe. Zum einen mit einer Synagoge aus dem Jahr 1094, dann mit einer Mikwa, also einem rituellen jüdischen Bad, und mit einem Wohnhaus aus dem Hohen Mittelalter, was lange Zeit von jüdischen Familien bewohnt wurde. Ja, und sehr interessant ist hierbei vor allen Dingen unsere alte Synagoge, denn dort wird seit rund 2 Jahren auch der berühmte Erfurter Schatz ausgestellt. Man entdeckte vor rund 14 Jahren beim Hausbau hinter der Krämerbrücke einen Schatz. Dieser Schatz besteht aus rund 3000 Münzen, aus einigen Silberbarren, aus einem kompletten Pokalbecher-Set, aus wunderschönen Broschen, Haarspangen, Gürtelschnallen, Gewandfibeln und aus 8 Ringen. Und das kostbarste Stück des Schatzes ist ein jüdischer Hochzeitsring aus Gold. Es gibt derzeit weltweit nur 3 jüdische Hochzeitsringe aus dem Mittelalter und unserer ist letztendlich der filigranste. Viele Orte hatten sich regelrecht darum gerissen, den Ring mal ausstellen zu dürfen. Wir schickten ihn dann auf Wanderschaft nach New York, Paris und nach Morgen. Er kehrte glücklicherweise wohl erhalten nach Erfurt zurück und wird nun also dauerhaft in unserer alten Synagoge ausgestellt. Ja, der Ring besteht oben aus einem kleinen Häuschen, das soll eine Synagoge sein. Und der Stadtmauer befanden sich ursprünglich Stadttore und die wurden abends zu einer gewissen Uhrzeit geschlossen. Und wenn man sich dann noch auf den Landstraßen Richtung Erfurt befand und Angst hatte, es nicht mehr pünktlich vor Toreschluss zu schaffen, dann bekam man Torschlusspanik. Denn innerhalb der Stadtmauer befand man sich in einem sicheren, im abgeschlossenen Rechtsbereich. Auf den Landstraßen sah das manchmal ganz anders aus, vor allen Dingen zu Zeiten von schwächeren Königinnen bzw. Kaisern, denn eigentlich musste sich ein König oder Kaiser um den Landfrieden kümmern. Nur war das manchmal eben nicht so einfach möglich. Hirschgarten und dahinter diese wunderschöne Stadthalterei, wie gesagt, heute Regierungskanzlei. Und im Jahre 1808 hat Napoleon Bonaparte seinen Fürstenkongress in Erfurt gehalten. Damals waren rund 30 Fürsten des gesamten Reiches in unserer Stadt versammelt und auch der damalige Zar Alexander, für den hat er ja dieses Spektakel veranstaltet, um in ihnen einen Verbündeten gegen die Österreicher zu gewinnen, was ja dann letztendlich nicht funktionierte, aber nichtsdestotrotz konnte man also ein paar Tage lang ein schönes Fest feiern. Und währenddessen traf sich Napoleon in diesem Gebäude unter anderem auch mit Goethe und Wieland. Und schauen Sie mal, Sie sehen dort einen kleinen Erker und dahinter befindet sich ein Raum. Und in diesem Raum trafen sich Napoleon und Goethe. Goethe war ja damals auch schon ein Superstar. Er hatte die Leiden des jungen Werthers herausgebracht. Auch ein Lieblingsbuch Napoleons. Gibt es immer wieder, dass Gäste, die zum ersten Mal nach Erfurt kommen, auf der Brücke stehen und die Brücke suchen. Ah, denn durch die Hausbebauung links und rechts sieht das Ganze eher aus wie eine schmale Gasse, ja, aber nicht wie eine Brücke. Und deshalb möchte ich mit Ihnen Folgendes machen. Ich möchte mit Ihnen an die Rückseite gehen, denn dort erkennt man, dass es eine Brücke ist. Und im Anschluss können Sie gern ganz individuell gemütlich über die Brücke schlendern. Ja? Also wir schauen uns die Rückseite an.
Also sehen wir hier also die Rückseite der Brücke, erkennen auch, dass es tatsächlich eine solche ist. Und diese Brücke wurde ursprünglich als Holzbrücke errichtet, brannte dann leider Gottes ein paar Mal ab, Stichwort Stadtbrände. Ja. Und im 14. Jahrhundert bereits errichtete man dann hier die erste Steinbrücke. Allerdings baute man auf dieser Steinbrücke Holzhäuser. Und diese Holzhäuser brannten dann im späten 15. Jahrhundert erneut ab, bei einem großen Stadtbrand. Und dann errichtete man hier drauf endgültig Steinhäuser. Und das sind im Grunde genommen noch die Steinhäuser, die Sie heute hier auch sehen können. Das heißt, sie stammen aus dem späten 15. Jahrhundert. Nur, dass es damals rund 60 Häuser waren, heute nur noch 32. Das heißt, im Laufe der Zeit hat man zumeist zwei Häuser zusammengelegt, um mehr Platz zu schaffen. Mit einer Länge von knapp 120 Metern ist es zum einen die längste bebaute Brücke nördlich der Alpen und zum anderen die längste durchgängig bebaute Brücke Europas. Denn unsere Krämerbrücke muss sich ja mit der Brücke Ponte Vecchio in Italien, Florenz messen. Ja? Und die Brücke Ponte Vecchio ist zwar länger, aber sie ist nicht durchgängig bebaut. Ja, also da können Sie noch zwischen den Häusern auf den Arno blicken. Sie können sie nicht zwischen den Häusern auf die Gera schauen. Deshalb diese verschiedenen Superlativen. Dann sehen Sie die beiden Hauptflussarme der Gera unter der Brücke. Und ich sagte Ihnen ja bereits, dass die Gera ursprünglich Erf, Erfa und auch Erfissa hieß. Und deshalb sprach man auch von einem Ort namens Erfisfurt. Und eine Furt, wissen Sie, eine flache Stelle im Fluss, wo beispielsweise Pferdewagen sehr gut durchfahren konnten. Und die Furt befand sich dort hinten. Schauen Sie mal, Sie sehen hier einen gepropften Baum. Wenn man von dem Baum aus durch die Gera gehen würde, bis zu der Stelle, wo die Menschen gerade sitzen, an der Treppe, ja, würde man durch die ehemalige Furt gehen. An beiden Enden der Brücke befand sich eine Kirche, die Ägidienkirche existiert noch. Heute eine methodistische Kirche und wenn man mag, kann man dort zu einer Wendeltreppe nach oben steigen. Also sie ist sehr, sehr steil. Also vom Feuerumlauf aus kann man dann auf die Brücke schauen. Ich glaube, das kostet 1 oder 2 Euro. Also Sie sollten schwindelfrei sein, wenn Sie dort hochgehen. Ja. Die Benediktskirche, die befand sich hier am anderen Ende der Brücke, wurde leider Gottes im 19. Jahrhundert abgerissen. Aber nach dieser ehemaligen Kirche heißt der Platz auch noch Benediktsplatz. Ja, und Krämerbrücke deshalb, da man hier mit Kramwaren handelt. Und bitte stellen Sie sich unter Kramwaren kein Flohmarktsortiment oder so etwas vor, sondern Kramwaren sind Kostbarkeiten gewesen. Würze, Schmuck, Tücher, Bernstein. Und damit handelte man dort und deshalb Krämerbrücke. Sie merken also, der Wortsinn hat sich komplett gewandelt. Ursprünglich bedeutete Kram Kostbarkeiten und heute eher minderwertige Waren. Und vielleicht auch noch interessant, an den Fenstern befanden sich Fensterläden. Und zwar nicht links und rechts vom Fenster, sondern oben und unten. Die konnte man dann so aufklappen, hatte oben einen Regenschutz, unten einen Ladentisch. Und darauf verkaufte man die Kramwaren. Und abends, bevor man sich zu Bett legte beispielsweise, hat man den Laden geschlossen. Und unser Begriff für Ladenschluss stammt auch von solchen Fenstern. Und vielleicht auch noch interessant, da ich es vorhin erwähnt habe, hier stürzte 2007 die Ufermauer ein. Man begann dann mit Grabung, stieß auf die Mikwe. Das Mikwenbecken befindet sich hier unter dem Fensterschacht. Sie können jetzt gerne im Anschluss mal dorthin gehen, können durch das Fenster auf das Becken schauen. Allerdings müssten Sie mit dem Kopf ganz nah rangehen, sonst sehen Sie nichts, denn die Mikwe wird nur schwerlich beleuchtet. Und als man vor rund 14 Jahren diesen Hauskomplex hinter Ihnen errichtete, stieß man dabei auf den Schatz. Dann, wie ich auch erwähnt hatte, wurde ich wieder verkraftet. Heute befindet sich an der Stelle, wo man ihn entdeckt hat, der Fahrrad. Haben Sie erstmal noch Fragen? Ich meine, man könnte noch eine ganze Menge erzählen. Ich habe einfach versucht, um so das zusammenzufassen. Ich muss auch mal schauen, wer Straßenbahnfahrer lang fährt und wie schneller fährt. Das freut mich.